Hallo und willkommen zum Ketchup, weil das ja hier Ketchup ist, habe ich mein Gesicht rot gemacht, indem ich ein bisschen Sport gemacht habe, damit es gut passt. So, gucken wir uns mal meine Lieblingsszene an. Voll lecker. Da tut der Knöchel nur noch halb so weh. Also alles fake? Du wolltest dich nur bekochen lassen. Ich hatte Schiss vor Michis Röntgenblick. Aber fühlt sich schon besser an. Erbsenpower! Wie ist sie denn so? Deine Freundin. Toll. Einfach total toll. Naja, als ich sie das erste Mal gesehen habe, bam. Ja, und dann haben wir uns irgendwie aus den Augen verloren. Und als ich fast nicht mehr damit gerechnet habe, wieder bam. Aber so richtig. Weißt du, sie ist die schönste Frau, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Straight, unkompliziert. Und wir können zusammen lachen. Wenn ich einen Scheißtag hab und sie lächelt mich an, dann ist alles andere völlig egal. Ich denk nur noch an sie. Das ist verrückt. So sehr, dass es schon fast wehtut. Klingt nach Jackpot. Ja. Oh, das bricht einem irgendwie das Herz. Und auf der anderen Seite hat man natürlich so Hoffnung, dass die beiden doch zueinander finden, weil wir als Zuschauende wissen ja, was da eigentlich abgeht. Er spricht doch über sie, Mann! Man merkt es doch, Flo! Und das ist so traurig, weil ich kann mich noch so dran erinnern. Ich habe ja, also wir haben die Szene ja logischerweise schon gedreht, sonst könnten wir sie jetzt uns nicht angucken. Aber es gibt danach eine Szene, wo Flo und Toni aufeinandertreffen und Flo auch erzählt, ja, Jonas hat eine neue Freundin und so weiter. Und deswegen, ich fühle da auch so gleichzeitig mit Flo mit, weil für sie geht da gerade im Moment irgendwie was kaputt, glaube ich. So, weil sie mag ihn doch auch so gern. Und sie freut sich aber auch, dass er eigentlich glücklich ist und eine neue Freundin hat, aber gleichzeitig wünscht sie sich, sie wär's. Und das ist ja eigentlich sie. Oh Gott, wussten. Ach, Liebe. Kompliziertes Ding. Falls ihr die Szene oder sogar die ganze Folge Schande über euch verpasst habt, dann hey, kein Problem, ihr könnt's nachgucken. 7 Tage lang kostenlos auf RTL Plus. Hallo alle miteinander. Hat euch das Video gefallen? Okay, doofe Frage, wahrscheinlich schon, na klar. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, könnt ihr ganz einfach hier klicken. Und wenn ihr die ganzen Folgen sehen wollt, dann könnt ihr ganz einfach hier klicken. Auf RTL Plus, jederzeit.